Sehr geehrte Damen und Herren, Minister, grüß Gott. Frau Präsidentin, ich habe gesehen, Sie sind nach mir gemeldet. Ja. Ja, das wird ja interessant. Ja, das ist sehr gut, dann kann ich Ihnen gleich ein paar Fragen stellen dann als Regierungsvertreterin. Da will ich gut drauf eingehen. Aber wir haben jetzt gehört, der Bundesrat wäre angeblich ein Zukunftsinstitut oder wäre ein Zukunftsrat. Ich glaube, in der Zukunft können wir das alles machen. Jetzt sollten wir allerdings einen Gegenwartsrat machen und über die gegenwärtigen Probleme, die riesig sind, sprechen und beenden, uns selber zu belobigen, wie das die Regierung bis jetzt gemacht hat. Ich fange einmal beim Thema Nummer 1 an, Inflation. Das ist mir ja völlig unverständlich, dass in einer Zeit, wo wir Teuerungsraten wie seit 50 Jahren nicht mehr haben, dass das bagatellisiert wird in einer Weise, wie es der Herr Vizekanzler gemacht hat, der sagt, naja, gegen die Inflation kann man ja nichts machen, die kommt von außen, man kann nur die Folgen lindern. Das ist vielleicht in einem kleinen Teil wahr, weil wir unsere Kompetenzen volkswirtschaftlich und währungspolitisch autonom zu entscheiden aufgegeben haben. Das haben wir nach Brüssel oder eigentlich nach Frankfurt delegiert. Dort wird über die Geldmenge entschieden und damit über die Inflationsrate. Ja, da sind wir selber schuld. Also wenn man da was tun will, wenn man dagegen was tun will, dass man nichts dagegen machen will, dann sollte man einmal dieses System in Frage stellen und sollte sich einmal fragen, warum wir hier eine Nullzinspolitik fahren müssen, nur damit Staaten, die 140-150% ihres Bruttosozialproduktes an Schulden aufgehäuft haben, ihre Staatsanleihen bedienen können. Wäre ja mal eine interessante Frage, die ich auch von einer Bundesregierung, einem Kanzler, einem Vizekanzler oder einem Minister erwarte. Hören wir aber nicht. Aber. Danke. Aber. Ja, bitte, bin gern zu einem. Bitte. Ja, treten wir aus dem Euro aus. Ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber die Eurozone. Die Eurozone, wie sie jetzt besteht, ist sicherlich unhaltbar. Ich will jetzt mit Ihnen keine Euro-Diskussion führen, das ist jetzt nicht mein Thema, aber all along ist das natürlich zu überlegen. Die Eurozone, wie wir sie haben, ist hoffnungslos gescheitert. Da können viele Volkswirtschaften nicht mit, weil sie zu teuer ist. Eine Nullzinspolitik ist für uns eine Katastrophe. Kann man natürlich sagen, ist alles egal, ob das für Österreich eine Katastrophe, gut oder schlecht ist. Wichtig ist die europäische Solidarität. Es gibt ein Axiom, einen Glaubenssatz: Die Welt ist Europa, Europa ist die Welt, ohne Europa lebt die Welt nicht mehr. Die Welt ist die Europäische Union, wenn die Europäische Union nicht gestärkt wird, dann kann Europa nicht leben und wir damit nicht. Also das, ja, das ist natürlich eine Blase, ja, ja, eine Blase der Realitätsverweigerung, über die wir uns ein bisschen erheben sollten. Jetzt kommen wir mal zurück, warum kann man eigentlich nichts tun gegen die Inflation? Das ist ja ähnlich wie Corona. Das ist ähnlich, das sagt der Vizekanzler. Die kommt ja von außen, wir können nur die Folgen mildern. Na, schauen Sie mal nur zu Ihren grün-rot-gelben Kollegen nach Deutschland. Ja, die haben ja sehr wohl etwas gemacht gegen die Inflation. Zum Beispiel haben sie die Mehrwertsteuer auf Treibstoff gesenkt. Um 17 Cent für Diesel und ich glaube 22 oder 25 Cent für Benzin, was dazu führt, dass nach Jahren in Deutschland der Benzin günstiger ist als in Österreich. Oder schauen Sie nach Italien, da hat noch im Februar der Diesel genauso wie der Super 40 bis 50 Cent mehr als in Österreich gekostet. Jetzt kostet er in Österreich mehr als in Italien. Schauen Sie sich die Teuerungsraten an. Wir liegen jetzt im Mai bei 8,1% und selbst traditionelle Hochinflationsländer wie Italien und Frankreich liegen darunter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kann man nichts machen, weil wir verteilen ja das eh irgendwo um. Wir machen nichts gegen die Inflation, aber wir verteilen dann 150 Euro Gutscheine, die man irgendwann einmal kriegt, weil gegen die Inflation was zu tun, naja, sagen Sie nicht, warum Sie nichts machen. Aber Sie tun es einfach nicht. Es ist nicht erforderlich, dass man die höchste Mineralölsteuer oder mit den höchsten Mineralölsteuersatz in Europa hat. Ist nicht erforderlich. Es ist nicht erforderlich, dass wir die Mehrwertsteuer auf Treibstoffe nicht senken. Es ist auch nicht erforderlich, dass wir Krokodilstränen, wo ist der Kollege Lackner, vergießen über das Verschwinden des Bauernstandes und das Aufgeben von Millionen Bauern in Europa, wenn wir als Ausgleich für die enorme Belastung,
die die Bauern dadurch haben, dass allein der Treibstoff 40% mehr kostet. Ein Modell entwickelt, wo sie pro Liter, das ist dieser Teuerungsausgleich, von dem Sie da reden, also das ist die Milderung der Folgen, wo sie pro Liter 7 Cent ersetzt bekommen, aber nicht an der Tankstelle, sondern nach Ausfüllen eines 6-seitigen Formulars, vielleicht in einem Jahr und gedeckelt mit 30 Millionen. Das heißt, wenn jetzt mehr als 30 Millionen beantragt wird, das wird in der Jahresschau erst ermittelt, dann wird entsprechend gekürzt, dann bleiben halt nur 3-4 Cent über. Der Verwaltungsaufwand, der da dahinter steckt, jetzt rede ich gar nicht von der Arbeits- und Lebenszeit der Bauern, die diese Anträge ausfüllen müssen, das ist ja bei allen Bürgern, die Hilfen beantragen, dass man im Wesentlichen Zetteln ausfüllt, von dem rede ich gar nicht. Aber der Verwaltungsaufwand der Republik würde es allein rechtfertigen, diese 7% wahrscheinlich kostenlos den Bauern sofort zu schenken. Ja. Naja, ich will aber, wenn wir jetzt schon beim Agrardiesel sind, auf den Kollegen Lackner noch eingehen und auf die Krokodilstränen über das Verschwinden der Bauern. Wir hören immer von allen Ministern für Landwirtschaft, von allen grünen Abgeordneten, wie wichtig die Regionalisierung für den Erhalt der regionalen Landwirtschaft und die regionale Versorgung unseres Landes ist. Ja, was steht denn dieser Regionalisierung entgegen? Der Vizekanzler wird es sicher wissen. Was steht denn der Regionalisierung entgegen? Na, in erster Linie der gemeinsame europäische Markt, der ja eine Globalisierung in europäischen Maßstäben ist. Der Artikel 50 der Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der also jede Art von Beeinflussung des Marktes auf nationaler oder regionaler Grundlage unmöglich macht. Das ist eine Verletzung der Verträge, wenn ich meine Landwirtschaft regionalisiere. Das ist eine Verletzung der Verträge, wenn ich der Firma Sanlocar den Zugang zum österreichischen Markt tarifär oder nicht tarifär erschwere. Wie soll denn bitte die regionale, wir haben ja eher genug Landwirtschaftsvertreter, wie soll denn die regionale Gemüse- oder Obstlandwirtschaft funktionieren, wenn sie mit Sanlocar konkurrenziert? Das sind Firmen, die 250.000 Hektar selbst oder über Kontrakte bearbeiten, im Wesentlichen mit halb bis vollständig illegalen marokkanischen Wanderarbeitern die Felder betreuen, die Chemiedünger in einer Weise verwenden, die bei uns unvorstellbar ist und die freien Markt mit subventionierten Transportkosten nach Österreich haben. Wer davon redet, der muss auch die Gründe nennen, warum die Regionalisierung nicht möglich ist, und das ist der freie europäische Markt. Ich bin für die Regionalisierung. 100-prozentig ist der einzige Weg, unsere Landwirtschaft zu erhalten. Wir können aufgrund unserer Strukturen, unserer Geografie und so weiter, Kollege, Sie wissen es eh, können mit industriellen Multis wie Sanlocar und Co., ich habe Sanlocar nur rausgenommen, weil sie da kennt aus der Bieler Filiale, hier nicht konkurrenzieren. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es, wie Sie eh schon gesagt haben, Hofübernehmer gibt, in der Hoffnung, na, ich kriege vielleicht eine Mutter-Kuh-Prämie von der EU, deswegen übernehme ich einmal, obwohl ich mit der Milch keine kostendeckenden Produkte erzeuge. Darauf können wir uns nicht verlassen. Wir brauchen ein komplettes Umdenken, und das muss eine Lösung sein für unsere Verhältnisse, zugestimmt auf unser Land, und nicht vorgegeben von einer Europäischen Kommission oder von multinationalen Agrarkonzernen, die dort das Sagen haben. Und wer das an Realität verweigert, wer vielmehr sich freut, es hat ja wieder eine Konferenz gegeben über die Reform der Europäischen Union, super, da fällt natürlich auch das österreichische Vetorecht, wenn das alles umgesetzt wird, da gibt es einen Zug zur Zentrale. Da gibt es die Durchsetzung des gemeinsamen Marktes ohne Wenn und Aber. Da kann sich niemand mehr dagegen wehren. Das wird auch unterstützt. Wir werden ja sehen, das wird ja auch diskutiert werden. Das wird bei uns auch in die Foren kommen. Das war auch im Europäischen Ausschuss gestern. Wir werden ja sehen, wie die Leute, die hier die Krokodilstränen über die Zerstörung unserer regionalen Wirtschaft vergießen, die Krokodilstränen über die Industrialisierung der Landwirtschaft, wie sich die dann verhalten. Ob die dann sagen, nein, 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 genug ist genug, wir brauchen Kompetenzen zurück, wir müssen diesen Wahnsinns,
Globalisierungsirrsinn auf europäischer Ebene stoppen und den Regionen und den Ländern ihre Souveränitäten in lebenswichtigen Fragen wie die Lebensmittelproduktion zurückgeben. Da bin ich dann wirklich gespannt. Aber jetzt noch ein letztes. Und das ist die Corona-Pandemie, weil auch da haben wir natürlich gehört, wie super die bewältigt wurde und was für Opfer man alle gebracht haben. Da haben wir uns alle bedankt bei den scheidenden Ministern dafür, was sie in dieser Pandemie geleistet haben. Eines hätte ich gehört gern, Herr Bundeskanzler. Wer wird denn dafür zur Verantwortung gezogen, dass in Österreich mit österreichischen Steuergeldern 52 Millionen Impfdosen angekauft wurden? 52 Millionen Dosen von Impfstoffen, die nicht einmal eine Zulassung haben, nur eine vorläufige Zulassung, die diese Zulassung aus gutem Grund bis heute nicht haben und die mit Sicherheit nicht mehr brauchbar sind, weil sie bereits seit 6 Monaten anerkannt vollkommen wirkungslos sind. Bereits gegen Omikron haben diese Impfstoffe keine Wirkung. Schwer jetzt zu sagen, so ist es, weil natürlich die Spitäler angehalten sind, keine Informationen darüber rauszugeben. Aber es gibt ja immer so kleine Lichtpunkte, wo man die Realität, Frau Kollegin Zwarzl, durchleuchten sieht. Und das ist die Universitätsklinik Innsbruck. Die gibt da nämlich immer bekannt von den Patienten mit Corona auf den Intensivstationen und so weiter, wie viele da geimpft, also geschützt sind und wie viele nicht. Wenn Sie da die letzten Zahlen, die veröffentlicht worden sind, anschauen, dann sind sie meistens bei 100% geimpft. Ja. Sowohl bei den Insassen als auch bei den Belegern der Intensivstationen, der ICUs, wie das jetzt heißt. Ja. Das müsste einem zu denken geben. Und jetzt weiter Geld dazu zu verwenden oder ORF-Sendezeit zu verwenden, wie das geschieht, ja, das ist eine Mitteilung der Bundesregierung. Der ORF veröffentlicht sie entgegenkommend unentgeltlich. Sieht man die Leute, wir haben keine Maske mehr. Jetzt lassen wir uns alle impfen. Impfen hilft, impfen für alle. Wann wird man damit aufhören, wenn man keinen Impfstoff hat, der irgendwas Sinnvolles ist? Wollen Sie jetzt mit dem nicht zugelassenen, bereits gegen die jetzigen Varianten von Corona vollkommen wirkungslosen Impfstoff gegen die Affenpocken impfen? Oder was soll das, Kanzler? Ich könnte die Liste meiner Schmankerl, die ich dem Herrn Bundeskanzler gern servieren würde, noch lange fortsetzen. Da aber die Mittagszeit heranbricht und die Frau Kollegin Zwarzl drängend auf meine ganzen Fragen antworten und eingehen will, überlasse ich ihr hiermit die Bühne und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus